Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und zu unserem wunderschönen Projekt Big Farm auf Neubartelshagen. Wir stehen hier vor unserem Lohnerhof, aber das Spannendere ist eigentlich das hier hinten, nämlich hier steht im Shop das Material, das wir uns ausgeliehen haben, und zwar für einen Auftrag, für einen Ernteauftrag. Hier ein großer Johnny, ein Sattelschlepper und ja, jede Menge Platz für Getreide oder ist es Raps? Ich weiß es gar nicht. Ich schaue mal kurz nach. So, wir haben angenommen nämlich Ernte auf Feld Nummer 6 und da müssen wir Raps ernten. Und ihr wisst ja, Feld Nummer 6 ist dieses große Megafeld hier. Also da haben wir schon ganz schön was zu tun. Und glaub, ganz am Anfang unserer Serie, unseres Projektes, haben wir auch hier angefangen mal zu ernten. Und damit es nicht ganz so lange dauert, werden wir das Ganze hier mit 3 Dreschern und 3 Abfahrern durchführen. Denn wir haben ja noch den Klaas. Mal schauen. So, hier den Klaas haben wir noch, denn hier auf dem Feld sind wir ja mittlerweile fertig. Und wir haben natürlich unseren Johnny und die werden wir dann auch zum Einsatz bringen. Und unsere Abfahrer sind bereits hier an dem Feld. Dieses Feld wird entsprechend geerntet. So, dann können wir den hier gleich mal ein bisschen aus dem Weg fahren. So. Jo, achso, nee, lass mich mal kurz überlegen. Wir werden auf jeden Fall da hinten. Yep. Gut, dann würde ich doch sagen, dann stellen wir den erstmal hierher. Okay. Und den Kollegen werden wir auch erstmal aus dem Weg fahren. So, weil da hinten auf der Fläche, da werde ich wieder unsere Drescher bzw. die Schneidwerkwagen abstellen. Damit wir dann hier unser Material anhängen können. Und da haben wir dann auch genügend Platz. Den Fendt, den lassen wir hier stehen. So, die 2 Kollegen werden wir jetzt auch erstmal sortieren. Ja, Hintergrund ist natürlich ganz klar der, dass wir ja im Moment hier auf unseren Feldern, auf unseren eigenen Sachen wenig zu tun haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, wir brauchen sowieso Geld, um die Bank bedienen zu können, weil wir haben ja noch einen ganz schönen Kredit hier. Und deswegen, ups, Vorsicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, machen wir ein bisschen Lohner hier. Ne, Gerätschaften haben wir ja. So. Und packt er das. Ups, nicht, dass er das jetzt runterfällt. Nicht, dass es runterfällt. Ah, jetzt hat er es gepackt. Okay, sehr schön. Okay, dann werden wir hier erstmal anhängen. Sehr gut. Und so, wo haben wir ihn denn? Den Kollegen. Jetzt überlege ich nur gerade, kommen wir da überhaupt vorbei? Nee, ich glaube, da kommen wir gar nicht vorbei. Da müssen wir erst den Johnny wegfahren. Aber, jetzt überlege ich gerade. Stimmt. Ach, jetzt ist er wieder hier. Okay. Da müssen wir wieder ein bisschen rangieren. Aber zuvor, damit wir Platz haben, werden wir hier mit dem Sattelschlepper. Jetzt muss ich dazu sagen, das Ganze wird jetzt nicht ganz so einfach werden, denn wir müssen zur, ich glaube, Augenblick, zur Ölmühle müssen wir. Klar, Raps müssen wir zur Ölmühle bringen. Und da ist es ja ein bisschen eng. Und da werden wir hier mit dem hier definitiv ein bisschen Schwierigkeiten haben. So. Denn der Kollege ist ja ein bisschen, ja, eigentlich gehört er hier gar nicht auf die Straße. Der ist ein bisschen zu lang. So, deswegen werden wir auch hauptsächlich mit den Abfahrern, die wir haben, mit dem JCB und mit dem Fendt unterwegs sein. Denn bis zur Getreidemühle ist es nämlich auch ein ganz schöner Weg. Und dann werden wir den hier immer nutzen, so als Zwischenlagerung. Und so, stopp. Den könnten wir doch eigentlich, kommen wir jetzt da noch rum. Ja, dann stellen wir den jetzt erstmal hier rein. So, dele. Ja, und dann müssen wir erstmal mit unserem, ja, das ist jetzt eine gute Frage, wie kommen wir denn da jetzt am besten rum? Indem wir hier lang fahren. Ja, da müssten wir dann eigentlich rumkommen. So.
Wie sieht es eigentlich aus? Ja gut, Treibstoff haben wir noch genügend und gewartet ist die Maschine auch. Dann können wir eigentlich mit dem hier losfahren. So, okay. Dann stellen wir den erstmal ab und packen den Glas jetzt erstmal weg. Ja, ihr merkt schon, mit drei Dreschern und mit drei Abfahrern, da ist es eine ganz schöne Rangiererei. Da müssen wir die erstmal richtig an den Start bringen. Aber wenn die dann mal auf dem Feld sind, dann können die ordentlich loslegen. Und wie gesagt, ich habe mir den hier, den Glas, der ist jetzt mit 10 Meter, ich glaube 10 Meter Arbeitsbreite hat das Schneidwerk. Jetzt zwar nicht der Burner. Oh, ups, ist das jetzt falsch rum? Ups. Da müssen wir das von der anderen Seite machen, glaube ich. Aber besser als nichts. Und er kostet uns ja fast nichts, ne? Weil gemietet ist er schon. Bezahlt ist er im Prinzip. So. Ja, ist besser, wenn wir das alles von hier oben machen. So, dann wieder hier runter und schauen. Na. Okay. Sortiert er das? Er lässt sich ein bisschen Zeit, würde ich sagen. So, ich hoffe, er arretiert. So, jetzt ist wie gesagt entscheidend, dass wir den überhaupt erstmal zum Feld bringen. Und dann kann das ganze Equipment mal richtig hier loslegen. Das wird dann schon nicht schlecht. Mit zwei Johnnies und einem Glas. So, okay. Dann packen wir den jetzt. Ja, ich überlege die ganze Zeit. Das ist halt ja echt blöd mit dem Ding. Und den können wir auch nicht greifen, oder? Nee, der ist zu schwer. Sollen wir jetzt erst mit einem Traktor das Teil wieder in die vernünftige, richtige Position bringen, diesen Schneidwerkwagen? So, hier haben wir genug Platz. Okay. Was hat denn er für eine Breite? 45x. Was hat denn das? 45x. Was hat denn der dann für eine Breite? Ich hoffe doch ein bisschen mehr als... Ja, 1370. Hervorragend. So. Dann versuchen wir den doch hier drauf zu schmeißen. Ein bisschen Schwund ist immer. Okay. Ja, ja. So, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir den hier mit dem... Ja, ich denke, wir werden uns nochmal schnell einen Trecker ausleihen. Und zumindest mal erst den Schneidwerkwagen hier aus der Spur zu bringen. So. Dann mal hier rückwärts rangefahren. Schwuppdiwupp. Aus der offenen Heckklappe hier. So, dann schauen wir mal. Kommen wir jetzt da oder fahren wir da jetzt? Das ist jetzt natürlich auch... Ah ja. Ja, das haben wir jetzt gerade ein bisschen hier. Eine Rangiererei hier mit diesem Shop. So, da kommen wir aber jetzt rum. So, auf jeden Fall besser als mit dem Drescher. Dann hätten wir da dann Schneidwerkswagen dran. So, dann bringen wir den jetzt erstmal in Position und dann sollen wir mal schauen, oder dann werden wir dann mal schauen, ob die Helfer uns tatsächlich mal ein bisschen helfen können. So. Und dann können wir nämlich auch mal ein bisschen Auge auf unsere Kühe werfen, auf unsere Jungtiere, auf die Kälber. Hier in unserer Aufzuchtstation. So, jetzt mal schauen, kommen wir da durch? Nein, da kommen wir nicht durch, da müssen wir hier rum. So, und dann können wir hier nämlich die ganzen Wagen parken, die Schneidwerkwagen.
wobei wir den dann nicht mehr brauchen werden, weil danach werden definitiv die Gerätschaften zurückgegeben. So. Ja, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Wobei, jetzt wird es ein wenig schwierig. Ich glaube, ja, wir versuchen es mal. Okay, der fährt. So. Dann bin ich mal gespannt, wo der auch hinfährt. So, da kommen wir durch. Und dann fahren wir hier rum. Und dann können wir eigentlich auch versuchen, ihn hier. So, ein bisschen weiter hier oben. Und zack. Okay. So, der Johnny ist schon durch. Yep, da oben kommt der Klaas. So, das sieht doch richtig toll aus. Da haben wir wieder so ein bisschen Konvoi fahren. Da vorne ein Johnny, hier ein Johnny und da hinten der Klaas. Ja, das hat auch folgenden Grund. Also hier über die Kreuzung, wir haben da immer ein bisschen Probleme, wenn die abbiegen müssen. Und wir schauen jetzt immer, dass die Abfahrer hier die Kreuzung können, die dann geradeaus hochfahren. Dann werden die nämlich da durchfahren. Und so, jetzt muss ich mich mal ganz kurz räuspern. So, Entschuldigung. Und dann werden die nämlich da oben geradeaus durchfahren können. Und das hilft uns nämlich dann, möglichst zügig das Material wegzubringen. Okay, wir sind jetzt mal frech und fahren hier durch. So. Und den Schneidwerkwagen dran. Und das Gefährt ausklappen. So, der Klaas ist auch schon da. Hervorragend. Dann werden wir mal hier ein kleines Vorgewende fahren, um Platz zu schaffen. Huch. Naja, okay. So. Und dann haben wir ein schönes Stück Arbeit vor uns. Deswegen habe ich jetzt auch schon die Uhrzeitmengen zurückgesetzt. Ich meine, es ist 9.24 Uhr. Wir haben fast den ganzen Tag. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal die Zeit ein bisschen reduziert. Denn auch wenn wir hier mit drei Dreschern arbeiten, müssen wir doch immer, oder ist das Nadelöhr definitiv, sind die Abfahrer. Und da müssen wir uns dann die Sache dann gut anschauen, sodass das Material hier, das Rollmaterial, doch einigermaßen, ich sage mal, wirtschaftlich unterwegs ist und nicht zu lange Standzeiten hat. Müssen wir das alles dann doch ein bisschen timen. Und mit dem Großen hier, mit dem Sattelschlepper, da bin ich halt nicht ganz so optimistisch, dass das mit den Helfern klappt. Die anderen beiden Abfahrer müssten es eigentlich gut mit den Helfern schaffen, sind aber dann mit Sicherheit immer auch gut unterwegs. Einfach von der Zeit. So. Da müsst ihr mal schauen, was wir da für Felder haben. Das ist mal richtig ein Feld. Okay, der hat jetzt 16%. Okay. Dann fahren wir den mal ein kleines Stück zurück noch. Und dann werden wir den nämlich hier erstmal reinfahren. Und dann soll sich der Helfer erstmal darum kümmern. So. Ja, fahren wir doch besser runter. Dann haben wir nicht zu viel Leerlauf. So, 13,70 Meter, da haben wir dann zwei Stück und den 10 Meter Klaas. Und so wie es aussieht, passt da auch jede Menge rein. Also der ernte Ertrag ist hier, denke ich, auch relativ gering. Das heißt, dann können die doch sehr viel fahren hier, die Drescher, bevor sie dann voll sind und abgetankt werden müssen. So. Lassen wir hier den Helfer fahren und dann werden wir die anderen beiden Drescher hier an den Start bringen.
Das müsste so passen. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Gibt hier schon wieder ein schönes Thumbnail. Und jetzt muss man mal schauen, wo wir den jetzt hinpacken. Nee, zuerst der Klaas. Weil wir da den Schneidwerkwagen dann ja auch automatisch wieder zurückgeben. Dann stellen wir den erstmal vor den anderen Schneidwerkwagen. So, sehr schön. So, schnapp ihn dir. Okay. Dann können wir hier auch ausklappen. Ja, der Tank ist voll, die Wartung ist groß. Also, das heißt, er kann ja richtig arbeiten. So. Dann machen wir mit dem hier das Stückel noch weg und dann können wir da nämlich unsere Abfahrer dann reinstellen. Sehr schön. Ja, wie gesagt, wir werden dann hauptsächlich hier über diese Straße, hier über diese Zufahrt eben arbeiten mit den Abfahrern, weil dann können die oben an der Kreuzung geradeaus durchfahren und dann werden wir vermutlich keine Probleme kriegen, weil ich glaube, einen anderen Weg werden die auch nicht einschlagen, nämlich da hinten zur Ölmühle. So. Dann werden wir den jetzt erstmal hier runter schicken. Gut. Und dann haben wir natürlich noch, ja, 68%. Das ist gut. Dann ist er auf dem Rückweg. Dann können wir den abtanken. So, und da haben wir jetzt noch unseren Johnny. Und da packen wir den Schneidwerkwagen dahin. Und dann passt es. Und so. Okay. So, unsere Mukus sind da drüben. Unsere Kälber. So, Vorsicht. Da nicht. Oh, schon passiert. Schon dran gedotzt. Schon dran gedotzt. So, der ist aber ganz schön dreckig. Aber ich glaube, ich habe es jetzt letzte Folge schon gesagt. Weil wir haben eigentlich noch gar keinen Kercher, oder? Wir haben gar keinen. Nee. Wir können gar keine Wagenpflege, Maschinenpflege durchführen. So. Ups. Ja, wir wollen ja nichts verschwenden. Sehr gut. So, der andere ist jetzt fast schon voll, 80%. So. Und mit dem fahren wir dann da oben rum das Vorgewände. Wir könnten natürlich auch im Prinzip hier einfach geradeaus durchstoßen, damit wir hier so ein bisschen eingeteilte Felder haben. Auch das wäre eine Option. So. Dann machen wir das doch. Soll der da quer rüberfahren, dann können wir dann den Teil des Feldes hier mit etwas kürzeren Bahnen abfahren. So, jetzt muss man schauen, nicht, dass irgendwo noch ein Motor läuft. Gut. 58, da müsste es eigentlich bis runter schaffen. So, dann starten wir mal den JZB. Und denke ich, dann können wir schon mal hier das erste Mal abtanken.
So, da geht auch das Rohr schon raus. Sehr schön. Ja, dann werden wir also immer mit einem Abfahrer abtanken, bis der Abfahrer voll ist. Dann können wir den losschicken und dann holen wir uns den Fendt. So, das nächste wird dann da hinten der Klaas sein, den wir dann natürlich abtanken können. So, mal kurz schauen. Der Johnny ist jetzt hier. 22. Der Klaas. 80. Ja, da muss hier noch runterkommen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass er auch mal die richtige Bahn geht. So. Hier wenden wir schon mal und schicken den erstmal wieder zurück. Und dann hat er auf jeden Fall mal die richtige Spur vorgegeben. Sehr gut. So, der Abfahrer, der macht 90. Sehr gut, dann werden wir dem jetzt hier unten ein kleines Vorgewende fahren. Ups, und hier runter. Und dann können wir nämlich auf der rechten Spur den wieder hochschicken. Und der Johnny kann dann hier diese zwei Bahnen auf jeden Fall erstmal abfahren. Und dann haben wir schon mal ein bisschen was geschafft für heute. Aber da muss man schon sagen, das wird noch eine richtig heiße Nummer. Also da werden wir noch einige Bahnen und es wird noch viel, viel Zeit in Anspruch nehmen. Also das Feld ist wirklich ordentlich. So. So, weil hier müssen wir dann auch aufpassen mit dem Bachlauf. Weil sonst fahren uns die Jungs da rein. Die kennen da gar nichts. Gut. So, den holen wir uns jetzt. Und werden damit den Klaas abtanken. So, und dann sollte ruhig nochmal hoch und runter fahren und dann machen wir mit dem da unten ein Vorgewende. So. 55%. Dann bin ich mal gespannt, ob wir den schon zum Losschicken können. So, er hier wird jetzt wenden, genauso wie der andere schon gewendet hat. Sehr schön. Mit 29%, da ist jede Menge Luft. Das heißt, er wird auf jeden Fall einmal noch runterfahren und dann beim Rückfahren und dann passt es auch wieder mit dem Rohr 56. So, oh, der Klaas ist okay. Und der JCB hat 90. Gut, dann werden wir doch hier noch ein bisschen mit dem Klaas mitfahren. Und ihn abtanken, bis er voll ist. Und dann schicken wir den auf die Reise zum ersten Mal abladen. So. 95, okay, da brauchen wir noch ein bisschen. So, der fährt hier runter. Und was macht er? Der ist jetzt hier angelangt. Okay. So, jetzt überlege ich nur, was machen wir jetzt mit dem am geschicktesten? Jetzt 71. Ja, dann soll er hier nochmal eine Bahn fahren. So, jetzt werden natürlich mehrere Drescher gleichzeitig voll.
So, da ist einer unterwegs, da unten ist einer unterwegs. Und irgendwo ist ja noch der Klaas da. So, Motor an und abtanken. Sudele. Alle drei Drescher mit Raupen, mit Bandlaufwerken, auch nicht schlecht. So, er ist voll, dann würden wir jetzt den hier einmal programmieren, aber wir schauen nochmal, wo wir hin müssen. Ölmühle, also Ölmühle, das heißt, wir erstellen einen Job. Liefern, nee, nur liefern. So, Ölmühle. Okay, und dann soll er wieder hierher. Zack, und wiederholen, Job starten und dann schauen wir mal, ob er losfährt. Jo, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und in der Zwischenzeit werden wir genau den hier auch gleich zum Abtanken vorbereiten. Gut, wunderbar. So, da haben wir den Klaas. Was? Wie? Das kann nicht sein. Ach, das ist ein anderer Helfer. Das ist logischerweise der Johnny hier mit 80%. Aber hier fährt jetzt unser Fast Track. Und der fährt jetzt die erste Fuhre zur Ölmühle. Sehr schön. Unser Großprojekt Big Farm nimmt Gestalt an. Wir sind mit drei Dreschern heute unterwegs und auch noch die nächsten Zeit. Und haben drei Abfahrer und bringen Raps zur Ölmühle. So, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen, denn für heute soll es jetzt gut sein. Ich werde da noch ein bisschen arbeiten. Und was macht er jetzt? Okay, er fährt jetzt doch woanders lang. Okay, das werde ich weiter beobachten. Nichtsdestoweniger sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit und sage wie immer Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer. Bis zum nächsten Mal.